Geschichten aus dem Paulanergarten. Moin! Servus. Darf ich mich dazusetzen? Ja klar, flag die Herren, sind wir mehrer. So, was darf ich euch bringen? Ich darf ein Weißbier kriegen. Ist recht. Und was möchtest du? Ich nehm dann auch noch so ein Weizenbier. Na, das heißt Weißbier. Oha, seit wann das denn? Seit 1634, du damischer Saupreis. Der muss das ja wissen, gell? Der ist nämlich schon länger da. So, Prost. Ja, zum Wohlsein. Seit 2 Jahren. Gut, besser, jammern. Reklame. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Twix noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann. Immer noch einer unserer absoluten Lieblingssongs, oder? Bei mir ist der beste Sidekick der Welt. Es ist kein geringerer als der einzigartige Bastian Hager. Moinsens! Das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Warum war das eigentlich nicht letzte Woche auf unserer Lieblingssongliste? Weil wir keine eigenen Songs nehmen. Ah, ist ja nicht von uns. Aber das führt jetzt zu weit. Der Text war noch nicht von ChatGPT. Der ist noch aus einer Zeit, da gab es kein ChatGPT. Da habe ich das noch selbst geschrieben. Da musste man noch Sachen selber schreiben, ja genau. Boah, das hat einen ganzen Tag, habe ich daran geschrieben. Fürchterlich. Ihr merkt schon, ich ziehe das Tempo ein bisschen an. Wir wollen heute unter 50 Minuten bleiben. Und das wird bei diesem Thema, das wir heute haben, nicht leicht. Denn es wird kontrovers, es wird aufreibend. Wir sprechen heute über die Personen, die unser Leben bisher am meisten beeinflusst haben. Hä? Unsere Lieblingspersonen kommen heute dran. Oh, Basti hat eine. Aber das wird doch eine kurze Folge. Ja, eben. Oder? Ich sag einfach mich und dann sind wir fertig. Was wird da kontrovers? Willst du jetzt 50 Minuten mit mir über mich diskutieren? Da bin ich dabei. Ja, das dachte ich mir. Ich möchte dir erstmal unser Geburtstagskind mitbringen, denn ich fange direkt bei mir in der Folge mit einem Highlight an. Es ist ein Highlight, denn heute ist ein junger Mann, hat heute Geburtstag, am 27. Juni 1974 wurde er geboren. Sein bürgerlicher Name ist Daniel Ebel. Oh. Damit hat er natürlich keinen Blumentopf jemals gewinnen können. Und ich sage mal so, er wird jetzt auch nicht jeder Person da draußen geläufig sein. Das liegt einfach daran, dass er im Hip-Hop unterwegs ist und da nicht im Gangster-Rap, wo er kommerziell vielleicht erfolgreicher wäre, sondern in anspruchsvollem Wortwitz, Deutsch-Rap, aber mit komplexen Reimstrukturen und sehr intelligenten Texten. Heute hat Geburtstag der großartige Smudo Dendemann. Kanntest du vorher Dendemann, Basti? Die Hand aufs Herz. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Dendemann so richtig erst wahrgenommen durch das damalige Neo-Magazin Royal. Das war ja noch vor dem ZDF-Magazin Royal. Genau. Mit dem legendären Running Gag, dass sein Album nie fertig wird. Und ich glaube, es ist auch heute noch nicht fertig, würde ich behaupten. Genau, ja. Ich hab ihn nie so ganz verstanden, was die Leute an Dendemann wirklich gut fanden. Aber ich fand seine Band extrem gut. Aber ich glaube, dass er schon was drauf hatte. Aber ich hab Hip-Hop nicht so gut verstanden, glaube ich, um ihn würdigen zu dürfen. Das ist wie so guter Käse. Weißt du, ich esse auch nur so ein Edamer kann ich essen, aber so ein Stinkekäse, geh mir weg damit. Der Dendemann ist der Stinkekäse unter den Hip-Hopern, finde ich so ein bisschen. Da musst du ein Liebhaber sein, dann sagst du, wow, der stinkt richtig geil. So. Ja, Liebhaber stimmt. Ja, das ist richtig, Liebhaber stimmt. Ich bin ja im Hip-Hop nicht zu Hause, aber wenn ich Hip-Hop höre, dann sind es schon Leute wie Crow. Kleiner Scherz. Nein, der gilt ja unter Hip-Hopern als Popper und nicht als Hip-Hopper. Egal. Nein, aber ich wollte sagen, Sammy Deluxe, Dendemann, also gute Texte, deutsch gerappt, da bin ich voll am Start, deswegen kannte ich Dendemann und natürlich genau wie du, zwischen Februar 2015 und Dezember 2016 war er zusammen mit seiner Band, die Freien Radikalen, war er die Hausband des ZDF
Magazin Royal, das Neo Magazin Royal. Und daher kennt der eine oder andere ihn vielleicht. Und ich habe mitgebracht zum Einstieg, damit ihr alle wisst, wer heute unser Geburtstagskind ist, ein Dendemann-Medley aus eben diesem Neo Magazin Royal. Jetzt wird's richtig geil. Und alleine die Stimme von Dendemann ist so abfeierungswürdig. Hier ist das Dende-Medley aus dem Neo Magazin Royal. Hier kommt der dicke DMC mit Plätzen, die fließen wie Lava. Dreckig und mit Technik, wie sie nie da war. DMC hat Verstopfung, will seinen Scheiß nicht rauslassen. Das hier ist Apfelmädel, bald gibt's kein Halt mehr, aufpassen. Schon zu spät, wie ihr seht, da habt ihr die Schweinerei. Die Radikale steht hinter mir, gegen den Einheitsbrei. Ich rhetorisch gewitzt wie Marcel Reich-Ranitzky. Und die GbRDH hat die Beats, die dich mitziehen. Wenn man Neo-Magazin sieht, bleibt keine Frage offen. Wir wollen kontinuierlich Gags liefern, und zwar die Waffen. Ich glaub, manche von euch hat's abgetroffen. Denn wir machen die Scheiße nicht fürs Hauptprogramm, sondern für Spartgenossen. Das heißt, Typen und Frauen, die down sind mit dem Niveau, ihr eigenes Ding machen, nicht alles nur für die Show. Und sowieso, auch wenn keiner versteht, was ich mein, denn die Mehrheit fällt halt immer noch zu gern auf Plastik rein. Wir lassen sein, das Konzept vom vermarktbaren Dreck, weil bei uns mehr drin steckt, als man beim ersten Innern checkt. Nicht oberflächlich genug, denn tatsächlich beruht mein Text auf Eingaben vom Boss, der mich jetzt hier besucht. Für etwa 90 Bies und mein Lieblings-Forschkatz mit der Hardcore-Literatur und dem Wort. Also ich kenne ja das Hip-Hop-Medley zum Beispiel, was sie mal gemacht haben. Mega! Klar geklaut von Jimmy Fallon, aber scheißegal. Aber mit Ansage. Jan Böhmermann hat damals gesagt, Jimmy Fallon hat das gemacht mit den amerikanischen Rappern, warum können wir das nicht mal mit den Deutschen machen? Also mit Ansage. Wo Bushido geklaut. Immer anruft und nicht reinkommt. Und nicht reinkommt. Und dann Thomas Gottschalk so auf einmal rappen darf. Die History of Rap, das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Gibt es zwei Teile von Caroline Kebeskus rappt da mit und Anke Engelke und viele bekannte deutsche Rapper. Es ist wirklich mein ein Gott, Fest. Mein Gott, hier Walter von der Preis genau, ist heiß. Genau, als er noch lebte. Ja, auch noch. Auf jeden Fall. Ja, ja. Sensationell. Aber es soll heute ja eben nicht leider um Musik gehen, sondern um unsere Lieblingsperson. Und da lasse ich natürlich, weil ich ein humanistischer Mensch bin, dir den Vortritt, Basti. Wer ist denn deine Nummer 9 in der Liste? Nummer 10. Nummer 10, Entschuldigung, natürlich. Ja, also nochmal, für alle, die nicht wissen, wie es funktioniert. Wir bringen eine Top 5 mit. Hannes hat 5, ich habe 5. Zusammen gibt es eine Top 10. Wirklich nach Ranking ist es nicht. Es sind einfach 5 geile Picks von jedem. Am Ende 10 geile Picks. Und ich muss sagen, so schwer wie bei Lieblingspersonen habe ich mich schon lange nicht mehr getan. Weil es gibt ja so viele Celebrities da draußen. Und es ist immer die Frage, was haben sie getan? Weißt du, hat der einen Friedensnobelpreis gewonnen? Dann ist er ja eigentlich auf einer höheren Stufe. So musstest du also Obama draufpacken oder so. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ach, weißt du was, das ist mir alles zu verkopft. Ich will keine so verkopfte Liste. Ich habe mir überlegt, mit welchen 5 Leuten würde ich mich am liebsten mal an den Tisch setzen und Spaß haben mit denen zusammen. Was sind für mich 5 Persönlichkeiten, die ich auch als Person so spannend finde, dass ich sage, mit denen setze ich mich auch mal an den Tisch und verbringe eine geile Zeit und die inspirieren mich dazu, Dinge zu tun, andere anders zu sein und so weiter. Und mein Platz 10, wie beschreibe ich ihn? Er ist ein Schauspieler und er hat eine Rolle gespielt, wo man eigentlich sagen müsste, wenn du diese Rolle spielst, dann kannst du nie wieder eine andere Rolle spielen. Nie wieder. Dann bist du raus. Weil jeder ihm die Rolle so sehr abgekauft hat, die Rolle des Idioten, der im Büro sitzt und nichts drauf hat, hat er so perfekt gespielt, dass einfach man geglaubt hat, naja, was soll der sonst spielen, außer den Idioten? Und dann kommt er wieder und spielt eine komplett andere Rolle, kann auf einmal Blut wegwischen und das ist auf einmal lustig. Ah, oder kann als Hilfspolizist in einer Vorstadt auf einmal Kriminalfälle lösen und so weiter. Ich habe einen der vielseitigsten Schauspieler und auch lustigerweise natürlich auch lustigen Menschen mitgebracht. Man kennt ihn aus Stromberg, Mord mit Aussicht oder dem Tatort Rainer. Ja, ich habe mitgebracht Bjarne Mehl. Ja, du hast jetzt natürlich die lustigen Rollen zusammengefasst, aber er hat seit vielen Jahren auch als Regisseur sein Debüt Sörensen hat Angst, ist ein Krimi, den er selber als Regisseur begleitet und eben die Hauptrolle spielt und der ist halt gar nicht witzig. Also das hat eher so Ricky Gervais Afterlife-Anleihen, so ein hochdepressiver Typ, der halt Fälle löst. Das ist aber, diese Filme sind auch sensationell, gibt es inzwischen zwei, wo er selber auch Regie führt und die sind auch geil und da ist er halt nicht witzig, sondern eher der Depri-Typ und da zeigt er aber eben mal seine schauspielerische Leistung und Bandbreite. Gute Wahl, muss ich dir sagen. Gute Wahl. Ja, ihr könnt euch natürlich auch seine Autobiografie kaufen, die heißt Glück reimt sich nicht auf Leben.
kann man mal so nennen. Er hat auch ein Gedichtband rausgebracht mit so ganz kuriosen Gedichten. Der ist auch sehr, sehr lesenswert. Ich glaube, das ist aber sein Gedichtband. Ich glaube, er hat noch keine Biografie. Ach so, okay, dann ist es der Gedichtband. Aber Berthold Ernie heißt der Kamp natürlich. Ernie. Ja. Hey, wie er Ernie gespielt hat. Also, wie gesagt, im Normalfall, jeder Mensch würde dir sagen, nimm die Rolle des Ernies niemals an. Ja, ja. Weil du kannst ja nie wieder eine andere Rolle spielen. Mhm. Und er hat es geschafft, sich über den Ernie zu erheben. Das muss man erstmal hinbekommen. Und das kriegst du halt hin, weil du so ein guter Schauspieler bist. Da gehe ich nach ganz oben. Das? Ja. Nee. Ja, okay. So, Hannes, deine 9. Meine 9 ist, ich überlege gerade, nehme ich die als 9? Ja, ich nehme sie als 9, weil wir sie letzte Woche schon hatten. Aber es war klar, dass die Person in meiner Liste auftauchen musste, weil er mich auf jeden Fall sehr geprägt hat. Und es ist kein Typ, weil du das so eingeleitet hast, das sind Leute, mit denen ich gerne mal einen Kneipenabend verbringen will. Nein, das ist bei mir nicht bei jeder Person in der Liste so. Bei ihm zum Beispiel nicht. Es ist, glaube ich, eine sehr anstrengende Person. Und ich möchte mit ihm eigentlich keinen Kneipenabend verbringen. Aber was er als zeitgenössischer Komponist vor allen Dingen und weniger als Interpret, aber vor allen Dingen als zeitgenössischer Komponist auf die Beine gestellt hat bisher, ist für mich tatsächlich fast ohne Vergleich. Gleich, wenn man jetzt die Filmkomponisten mal rausnimmt. Bei mir in der Liste musste erscheinen auf Platz 5 Elton John. Elton John, finde ich, ist einer der zeitgenössischen Komponisten, die ich extrem verehre. Alleine schon für seine König der Löwen-Songs. Und der hat so viel geile Melodien geschaffen. Ähnlich wie Paul McCartney ja auch. Also es gibt wirklich so Leute, die immer noch leben, so lebende Legenden. Und rein aus kompositorischer Sicht gehört da Elton John für mich auf jeden Fall dazu. Ist aber ein sehr exzentrischer und auch durchaus derweilen unsympathischer Mensch. Deswegen würde ich jetzt mit ihm nicht unbedingt im Pub mir ein Guinness mit ihm teilen. Aber auf Platz 5 für mich auf jeden Fall Elton John. Eine sehr, sehr spannende Karriere, die man ja nicht zuletzt in dem Biopic Rocketman sehr schön sieht. Er hat eine Menge erlebt und lebt noch und ist eine lebende Legende. Okay. Elton John bei mir auf der 5. Ich habe Angst, dass jetzt Patrick Kelly auch noch kommt und Crow. Also die Liste setze ich jetzt immer fort. Ich habe ein bisschen Angst vor deinen Personen. Ich kenne sie ja noch nicht. Oh, habe ich schon gespoilert? Ich hoffe nicht. Ich sage nichts. Okay, ja. Elton John. Ja, ich stelle bei mir fest, wenn ich jetzt auf den Platz 8 hier gucke, ich bin gar nicht so international. Mhm. Jetzt bin ich wieder sehr national. Und das ist die jüngste Person in der Reihe. Ich möchte mich auch bei allen Frauen entschuldigen, aber es wurde ja nach Personen gefragt. Frauen sind außen vor. Deswegen, ich habe jemanden mitgebracht, der ist jetzt 39. Mhm. 39, sieht aber aus wie 15 und ist für mich einer der besten Nachwuchs, kann man ja dann schon gar nicht mehr sagen. Nee, nicht aber mit 39. Einer der besten Satiriker, Kabarettisten, Comedians, Komiker, Podcaster, was auch immer du möchtest. Mhm. Man kennt ihn aus der Heute-Show, da ist er festes Ensemblemitglied inzwischen. Man kennt ihn natürlich, weil er von Puff Puff die Sendung übernommen hat. Aber was ich am meisten abfeiere bei Till Reiners, den ich hier jetzt herausgesucht habe, ist Falsch aber lustig. Dieses YouTube-Format ist so witzig wie die Sachen, die früher auf Sat.1 liefen. Das ist Impro-Comedy, wenn die auf einer Bühne stehen und halt einfach ihr Stand-Up-Comedy machen müssen auf Ansage, was kann man im Puff sagen und, keine Ahnung, im Kindergarten. Und dann kriegst du als Antwort sowas wie, Chantal, komm mal her. Oder der Papa ist nur hier, weil Mama heute nicht will. Und so. Und dann sagst du, das ist so witzig. Und für mich ist Till Reiners, ich konsumiere alles, was er macht. Alles, was er macht, finde ich gut. Und jedes Mal denke ich mir, scheiße, was hat der Typ für Gehirnsynapsen, dass er auf solche Ideen kommt. Der kommt schneller auf die Witze als ich. Das ist mir einfach super sympathisch. Und Till Reiners für mich einfach eine super interessante Person, von der wir längst nicht alles gesehen haben. Okay. So. Also ich mag den, wie gesagt, in der Heute-Show. Wir hatten das Thema ja schon mal auch. Aber ich mag seine Attitüde halt nicht. Das ist natürlich Teil seiner Rolle auf jeden Fall. Der wird als Privatperson ja ganz anders sein. Das ist geil. Aber so seine Bühnenfigur, dieses Überarrogante, Überhebliche, das ist nicht so mein
Ding irgendwie. Also ich bin mit dem immer nicht so warm geworden. Aber in der Heute-Show mochte ich ihn sehr gerne. Also coole Einspieler für die Heute-Show gemacht. Weil da passt diese Attitüde halt ganz geil. So in der Verbindung mit den Politikern ist das schon entwaffnend. Irgendwie. Also für mich ist das auch eine Rolle, die er da spielt. Auf jeden Fall, du kannst nicht so ein Arschloch sein, wie er sich da auch gerne gibt. Er hat ja auch diesen starren Blick dann dazu und so weiter. Aber genau. du siehst aber dabei immer, Augen verraten dich ja. Wenn du auf seine Augen guckst, wenn er den starren Blick und so weiter macht, dann siehst du dahinter schon ein Funkeln, wenn da so ein Nazi-Spruch kommt und so, wie es gemeint ist und wie sehr er es eigentlich abfeiert. So, ja. Das ist schon geil. Ja, also Till Reiners. Also ich kann schon nachvollziehen, dass du den in der Liste hast, das auf jeden Fall. Bei mir auf dem nächsten Platz sind eigentlich zwei Leute, ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich nehme einen davon, nämlich Thorsten Sträter. Stark. Es ist so, aufgrund meiner ADS-Erkrankung kann ich keine Romane lesen. Ich weiß auf Seite 17 nicht mehr, was auf Seite 1 stand, ich kann das nicht. Und deswegen habe ich sehr viele Bücher und lese auch sehr viel, allerdings immer Glossen, Essays oder Kurzgeschichten und sowas. Und da ist natürlich, kommt man an Thorsten Sträter nicht vorbei, denn seine Bücher sind eben so aufgebaut, dass dort immer ganz kleine Geschichten drin sind, die gehen über 3, 4, 5, 6 Seiten und ich habe noch nie bei Büchern so unfassbar und herzlich gelacht wie bei Thorsten Sträter. Und zwar gilt das für alle seine Bücher. Er hat ja schon das ein oder andere veröffentlicht. Seine Texte sind sensationell. Sein Humor ist sensationell. Direkt auf die Fresse, immer das Herz auf der Zunge. Und ein tierischer Humor. Ihr könnt jedes Buch von ihm kaufen. Alle sind tierisch. Ich lese gerade sein aktuellstes aus der Corona-Zeit. Du schmeißt dich komplett in die Ecke. Und warum konnte ich mich nicht entscheiden? Weil es noch einen anderen Autor gibt, den ich mindestens genauso lustig finde, der aber lange nicht so erfolgreich ist wie Thorsten Sträter, was sich mir nicht erschließt. Deswegen sind sie bei mir beide auf demselben Platz. Thorsten Sträter, der kommerziell erfolgreiche, und Horst Evers, der kommerziell nicht so erfolgreiche. Er füllt keine Hallen. Er hat deutlich mehr Bücher geschrieben, mit deutlich witzigeren Geschichten, noch viel abstruser als Thorsten Sträter. Wenn ihr auf schwarzen Humor und auf völlig abgefahrenen Humor steht, dann müsst ihr bitte von Thorsten Sträter und von Horst Evers alles kaufen, was diese Menschen jemals rausgebracht haben. Und ich meine es so, wie ich es sage. Es gibt keine schlechten Bücher von diesen beiden Autoren. Und deswegen sind sie bei mir gemeinsam auf meinem nächsten Platz. Thorsten Sträter und Horst Evers. Thorsten Sträter übrigens als kleiner Hinweis noch hat eine wahnsinnige Leistung vollbracht für Depression und Aufmerksamkeit für Depression, ähnlich auch wie Kurt Krömer. Sie haben dieses Thema so in die Öffentlichkeit gehoben und das auf einer humoristischen Art und Weise, wo man gar nicht denkt, dass das geht. Beide haben da sehr, sehr viel erreicht und Thorsten Sträter eben auch und deswegen schon alleine ein verdienter Platz auf meiner Liste. Ja. Und das ist auch einer, mit dem ich sehr gerne mal einen Abend verbringen würde und ein Bierchen trinken würde. Definitiv. Ja, ja. Grüße gehen raus, auch hier an die Podcast-Kollegen dann hier von Bender, Dingsbums, Sträter, wo er auch immer dabei ist. Also kann ich auch absolut relaten, das werde ich jetzt in jeder Folge sagen, dieses Wort, so lange, bis ihr uns 5 Sterne auf Spotify gebt. Macht es bitte schnell, damit er mit dieser Jugendsprache aufhört. Es nervt mich. Ich mag ihn total. Ich finde ihn auch bei Laughing Out Loud hier ganz cool. Hier ist er auch sehr, 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 sehr humoristisch unterwegs. Beim Nicht-Lachen, das muss man ja auch können. Nicht lachend unterhaltsam zu sein. Also sehr, 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 sehr weit vorne, Thorsten Sträter. Ja, ein Wortakrobat, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch ein absoluter Feind von Denglisch in jeder Form, deswegen mir sehr sympathisch. Ah. Denglisch ist für ihn nämlich auch ein No-Go, genau wie für mich. Das war jetzt sein Buch. Denglisch ist ein No-Go. Dann trifft sich's ja gut, dass ich jetzt mal endlich wieder in die internationale Kiste greife. Ich habe einen internationalen Top-Star mitgebracht, den ihr alle kennt. Er ist am 6. Januar 1955 im County Durham in Consett geboren, also in Großbritannien ist er geboren, stammt aus einer alten Lordschaft und an sich müsste man seine Karriere seit 1979 kennen. Da war er nämlich festes Ensemblemitglied der Not the 9 o'clock News, also der Heute-Show im britischen Fernsehen. Aber das war für ihn der Durchbruch, gerade durch seine, ich nenne es mal, physische Comedy, die sehr mit seinem Aussehen zu tun hat, schaffte er es dann in die Superserie Blackadder, die in Deutschland natürlich erst viel, viel später kam,
weil sie natürlich britischen Humor hatte, den man in Deutschland nicht verstanden hat. Aber dann kam er auf die Idee, kann ich nicht Humor machen, der sprachlos ist, hat sich von Charlie Chaplin und Buster Keaton inspirieren lassen und hat seine Paraderolle, die er auch sehr schlecht ablegen kann, für sich gegründet, nämlich Mr. Bean natürlich. Es geht um keinen geringeren als Rowan Sebastian Atkinson oder Sebastian Atkinson. Ja, absolute Legende. Ja, absolut. Soll auch ein extrem unsympathischer Fatzke sein, also so hinter den Kulissen, aber eine absolute Legende. Ach, Comedy Gold. Mit dem ein Pint Bier zu trinken, da wäre ich am Start. Man merkt, Möchte ich nicht. Ich bin sehr Comedy- und unterhaltsam-lastig, wobei man sagen muss, Rowan Atkinson hat ja auch ernstere Rollen gespielt. Ich meine, der spielt auch bei Sag Niemals Nie irgendwie auf einmal mit in der Nebenrolle. Also der hat in vielen Rollen gespielt, aber natürlich, weil er sein Gesicht so krass verstellen kann und die Art, wie er zeitlose Comedy gemacht hat, für mich ist er eigentlich auf einer Ebene über selbst so einem Loriot anzusiedeln, was international, er hat es halt international geschafft. Das hat ein Loriot nie geschafft mit dem. Aber er hat auch die Comedy des kleinen Mannes nach außen getragen. Das sieht man auch in diesem Netflix-Ding Man vs. Bee, diesem Katastrophending, auch sehr, sehr witzig. Oder er spielt ja diesen Pfarrer auch völlig in dieser Serie. Drüber, ja. Also ganz viele Serien immer noch aktiv. Und mit das Lustigste, was ich je gesehen habe, ist, also wenn er bei den Olympischen Spielen Chariots of Fire auf dem Klavier spielt, live und dabei nicht lacht, wie er das hinbekommt. Ja. Also das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie er die Opening-Show da für England gemacht hat. Super geil. Klar, wo du jetzt Mr. Bean drauf hast, frage ich mich, wo ist mein Loriot auf jeden Fall? Wo ist mein Heinz Erhardt? Also es würden mir auch 5 Milliarden Leute einfallen. Ja. Aber du hast halt nur eine begrenzte Zeit, wo du über diese 5 Personen nachdenkst und da kommen dir halt andere in den Sinn. Aber klar, wenn du jetzt Mr. Bean sagst, Hast du auch nur lebende Menschen? Weil ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich nehme einfach auch nur lebende Menschen. Weil natürlich ein Loriot und so, das überstrahlt alles, Legenden. Aber mit denen, was kann ich mit denen heute noch anfangen? Was kann ich noch von denen erwarten? Ja, nichts mehr. Also das heißt, da ist die Reise zu Ende. Also ich habe nur lebende Personen bei mir auf der Liste. Ja, ich auch, komischerweise. Ich habe auch keinen Toten genommen. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, das sind manchmal Leute, also manchmal, ich nehme da Elton John zum Beispiel raus, mit denen du auch gerne mal so einen Abend verbringen würdest. Ja, der lebt noch. Ja, aber es ist ja aber auch, ich glaube, es ist so ähnlich wie mit den Alben. Wenn du diese Legenden-Dinger auspackst, was willst du denn, weißt du, wenn du jetzt Loriot auspackst, was soll ich dich mit... Können wir überhaupt über irgendwas diskutieren? Der steht in der Hall of Fame fertig. So, da gibt es nichts mehr zu diskutieren gibt's an der Person. Nix. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt Leute, da musst du nicht diskutieren. Durchaus diskutieren werden wir über meinen nächsten Platz. Ich weiß, dass du jetzt folgendes Geräusch machen wirst. Dann lass es doch. Das ist klar. Also mach es doch jetzt mal, kurz vorweg schon mal. Ja, okay, super. So, jetzt hast du es aber gemacht. Jetzt darfst du es nicht nochmal machen. Bei mir in der Liste muss der auftauchen, auf jeden Fall. Denn für mich persönlich ist es mein Gott. Wenn ich religiös wäre, dann wäre es mein persönlicher Gott. Ich hätte einen Schrein zu Hause, also habe ich wahrscheinlich auch, aber ich sage dazu jetzt weiter nichts. Bei mir in der Liste ist selbstverständlich der einzigartige, unerreichte, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Bei mir ist Stefan Raab in der Liste. Niemand hat mehr für das deutsche Fernsehen getan als der Godfather himself, Stefan Raab. Er musste bei mir vorkommen. Und es ist ein Mensch, mit dem ich durchaus gerne mal einen Abend verbringen würde und ein bisschen klönschnacken würde und philosophieren würde über die Medienlandschaft und über die Fernsehlandschaft und überhaupt über Entertainment. Für mich ein unerreichter Entertainer, beziehungsweise, nee, das stimmt übrigens auch gar nicht, ich muss das ein bisschen relativieren, Entertainer gab es bessere als Stefan Raab, aber er hat die Fernsehlandschaft einfach so unfassbar geprägt und umgekrempelt und hatte so viele geile Ideen, die er einfach so gemacht hat, auch dank der Freiheit von ProSieben, dass ich ihn einfach sensationell finde und der einzige Entertainer in meiner Liste und das aber völlig zu Recht. Ja, also so, jetzt darfst du das Geräusch wieder machen. Nein, das Geräusch kriegt auf jeden Fall Stefan Raab von mir nicht. Nein, auf keinen Fall. Da hast du natürlich einen richtig guten Pick. Das war mir fast klar, dass der bei dir auftauchen muss. Musste. Ich weiß, wo wir zum allerersten Mal TV Total gesehen haben bei uns im Freundeskreis, das war ja auch irgendwo 90er, haben alle gesagt, Basti, das ist doch das, was du jeden Tag machst. Mhm.
Also der hat mir so aus der Seele gesprochen, diese Art. Natürlich hat er es viel besser gemacht, immer so. Aber die lustigen Rabigramme, lustige Songs, Nippleboards, sich über andere lustig machen, Stand-up-Comedy mit Musik, die große Samstagabendshow wieder machen, so wie es gehört, aber eben auch nicht im Stile von Dieter Thomas Heck und Rudy Carrell, sondern halt neumodischer, das Fernsehen eingebunden und auch immer zwei Zacken drüber. Und was man halt bei ihm immer gemerkt hat, wie viel Engagement bei ihm dahinter steckt. Mhm. Also, dass er an seine Grenzen gegangen ist, diese ganzen Sportevents und so weiter, das kannst du, so viel Geld kannst du einem gar nicht zahlen, dass er das macht, sondern das macht er, weil er einfach super egozentrischer, erfolgsverliebter Typ ist. Ja, ja. Das kann man scheiße finden, aber das ist aber auch, keine Ahnung, das ist auch die Zeit gewesen, wo die FDP 18% haben wollte. Mhm. Also verstehst du, zu der Generation gehört er auch. Ich fand es halt schade nach wie vor, dass das immer ein für mich völlig unterschätzter Mensch war, weil er bis zu seinem Karriereende, seinem Vorläufigen, zumindest vor der Kamera 2016, hat er halt immer war er so der König lustig. Also ihn hat keiner so richtig ernst genommen, obwohl gerade TV Total, das alte TV Total, noch viel mehr als das neu aufgelegte, war eine Varieté-Sendung vom Allerfeinsten. Sowas hat man im deutschen Fernsehen nicht mehr gehabt. Er hatte dort alle Weltstars, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Alle waren dort, haben mit ihm zusammen Musik gemacht. Er hat Comedians eingeladen, die noch keinen Schwanz kannte. Er hat vielen, vielen Karrieren dort, haben wir ja neulich erst gehabt, auch musikalischen Karrieren, dort den Weg geebnet. Und das alles unter dem Radar von König Lustig, den halt keiner ernst nimmt, weil er halt sich über Leute lustig macht und was da nicht alles rausgeholt wurde. Aber was der fürs Fernsehen erreicht hat und für viele, viele Karrieren im Comedy und im Musikbereich, das ist fast ohne Vergleich. Und das ist vielleicht nur getoppt von einem Hugo Egon Balder, der sicherlich auch viel im Comedy-Bereich gemacht hat. Mhm. Aber ja, du merkst es. Die Zeit, wo das nur donnerstags abends lief, so nach den Simpsons, den neuen Folgen und danach Dingsbums. Das Besondere war halt, das war der Otto unserer Zeit. Mhm. Also wenn früher die Otto-Show lief, haben am nächsten Tag am Pausenhof alle Leute die Witze mitsprechen können. Und wenn man sich die allerersten, ich sag mal 20 Folgen TV Total anguckt, jede Folge ist ein Highlight, wo er noch diesen Fernsehpreis verliehen hat, ob das jetzt das Nippleboard Dieter Bürgi-Songs, jede Folge war in sich so, dass du am nächsten Tag 50 Memes hattest aus der Folge. Klar. Das hat natürlich TV Total dann, als sie jeden Tag kamen, völlig verloren. Dann wurde es ähnlich wie eine Harald-Schmidt-Show zu so einem Fließbandsystem, das einfach an Highlights eingebüßt hat. Aber in der Zeit, wo das wöchentlich war, war das wahrscheinlich der Zenit der Fernsehunterhaltung gerade zu dem Zeitpunkt. Ja, ich kenne diese Kritik mit dem einmal die Woche und mehrmals die Woche. Ich sehe das nicht so, weil auch als es mehrmals die Woche war, waren da in der Woche durchaus viele Highlights dabei, aber natürlich nicht mehr jeden Tag. Und das fiel natürlich auf. Aber die großen Leute wie James Brown und sowas, diese richtig großen, auch Elton John war da, Phil Collins, es waren wirklich große Weltstars dort. Das war in der Zeit, wo es jeden Tag kam. Also das war nicht in der Anfangszeit. In der Anfangszeit war er dafür noch viel zu klein. Da wäre auch kein Will Smith gekommen und sowas. Das war später. Und das war tierisch. Also er hatte sie alle. Ja. Er hatte sie alle auf der Couch und wahrscheinlich noch viel wichtigere und einflussreichere Leute als zum Beispiel Wetten, dass. Also ich habe da großen Respekt vor und hoffe, dass er irgendwann zurückkommt. Tut er ja zum Boxen. Ja, ich meine jetzt richtig zurück. Ich hatte ja, als er aufgehört hat im Fernsehen, war ja mein Tipp, ich halte an diesem Tipp fest, dass er mit dieser Beendigung seiner Fernsehkarriere quasi diesen König Lustig begraben wollte. Jetzt wartet er 5 Jahre und dann kommt er als gesättelter Entertainer zurück und macht irgendwie eine Samstagabend-Late-Night-Talkshow oder sowas. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Vielleicht kommt es noch. Also mich wundert natürlich, dass er zum Boxen zurückkommt, weil prinzipiell, finanziell hat er hoffentlich ausgesorgt. Das heißt, er kann, er macht es einfach nur noch so. Und ich finde, das Boxen eigentlich zeigt doch wieder typisch, wie er ist, wo du sagst, hey, das ist eigentlich gar keine super Entscheidung aus kommerzieller Sicht oder sonst irgendwas. Aber wenn er halt einfach so ein ego-geiler Typ ist, der sagt, scheiße, solange ich noch boxen kann, will ich der dummen Fotze eins auf die Fresse zimmern. Wenn das die Aussage ist, in Anführungszeichen, dann soll er in den Ring steigen und nochmal boxen in seinem Alter, wenn er da Bock drauf hat. Nee, ich glaube, tatsächlich ist es so, dass er, das ist meine Prophezeiung sozusagen, der wird einen Streaming-Dienst aufmachen, einen eigenen Streaming-Dienst. Und weil er von ProSieben weg ist. Weil er von ProSieben weg ist und weil er zusammen mit dem ProSieben-Geschäftsführer eine Firma gegründet hat, mit dem ehemaligen Raab Entertainment. Und ich denke, dass er
einen Streaming-Dienst jetzt eröffnet, irgendwann Ende Sommer, Anfang Herbst. Und dieses Box-Event wird das erste Ding, dass die Leute eben ein Abo bei ihm abschließen. Okay. Ich nehme an, dass das sowas ist. Dass er irgendein großes Event brauchte, um das zu... Und dann macht er das, was MySpaß bisher gemacht hat. Ja, nehme ich an. Sowas. Nehme ich an. Okay. Mal gucken. Vielleicht... Wir werden es sehen. Genau. Ich schließe mal den Kreis gerne. Zu meinem Platz. Das ist dann der Platz 4, sind wir jetzt. Jo. Und zwar passt das perfekt natürlich zu Stefan Raab, weil die beiden kannten sich. Mhm. Ich habe hier jemanden rausgesucht, der 1968 geboren wurde. Bei dir aus der Ecke kommt? Bei mir aus der Ecke kommt? Ja, wow, ja, das ging einfach. Ich weiß es. Und der die alte Schule hinter sich hat, eine Schule, wie sie auch in Thomas Gottschalk und so weiter hinter sich hat, der nämlich eigentlich übers Radio kam. Mhm. Radio ist ja eine super Schule und ich kannte ihn schon aus dem Radio und fand es super lustig, was dort gemacht wurde. Dann lief es hier im Lokalfernsehen, TV München hieß das, da gab es lustige Episoden. Da hat man schon seine ganzen Sidekicks auch gesehen, da war viel dabei. Das heißt, da war schon Christian Tramitz zu sehen, da war ein Rick Cavanian zu sehen, da schloss sich also so eine Münchner Riege zusammen, die zusammen lustige, schräge Sketche machen. Er stand gerne vor seiner Tapete mit langen Haaren, das war so seine Paraderolle mit einem Glas Weißbier in der Hand, das Sigi. Sie haben im Radio damals schon Star Trek gemacht, also das gab's alles schon und dann irgendwann hat sich ProSieben das Ganze in den 90ern, Mitte der 90er geschnappt und hat, weil damals auch immer schon seinen Spitzname eigentlich immer über allem stand, hat da die Bulli-Parade kreiert. Und die lief natürlich immer nach TV Total. Und da hat natürlich TV Total auch dafür gesorgt, dass die Bulli-Parade immer höher geworden ist. Mhm. Aber er ist halt dann in die andere Richtung gegangen, vom Comedian rüber zum ernstzunehmenden Filmemacher. Auch wenn er Comedy-Filme gemacht hat, so hat er die durchaus auf einem Level gemacht, wie sie vorher keiner gemacht hat als Regisseur und Hauptdarsteller. Und die Rede ist natürlich von Michael Alexander Herbig. Besser bekannt als Bully Herbig. Den Namen benutzt er gar nicht mehr so häufig, weil das ist auch seine Comedy-Zeit, die er abstreifen wollte. Sehr, sehr gute und Wahl. Sehr, sehr gute mein Wahl. Bully-Parade ist auch eine Sendung gewesen, die wir in der Schulzeit, wenn die lief, haben wir am nächsten Tag alles zitiert. Wir konnten alles auswendig. Ja. Wir haben jeden Tag über diese Sendung gesprochen, nachdem sie kam. Es war ja teilweise so schlechter Humor. Ja, ja. Aber scheiß Mega. Drauf. Scheiße ist halt auch gut. RTL Samstagnacht, Bully-Parade, das waren so die Sachen, die auf dem Schulhof Thema waren. Damals ja noch ohne Internetkonkurrenz, es gab keinen YouTube-Memes oder so ein Rotz, sondern das war halt das Fernsehen noch und Bully-Parade war absolutes Gesprächsthema Nummer eins. Wir konnten alles nachmachen. Wenn Stefan Raab gut da drin war, seine Musik immer durch seine Sendung zu promoten, dann war Bully extrem gut darin, den Schuh des Manitou, also seinen Film damals über die Sendung zu promoten, weil er ja über ein halbes Jahr lang immer 5 Sekunden Ausschnitte gezeigt hat, die einen so heiß gemacht haben auf diesen dummen Film, der eigentlich gar nicht so gut ist. Aber scheiß drauf, es ist trotzdem der erfolgreichste deutsche Film geworden. Auf jeden Fall, zu Recht. Und das lag auch an dieser Kombi dort. Und halt auch ein erzsympathischer Typ. Ich habe keine Ahnung, wie der hinter den Kulissen ist, aber er wirkt wirklich wie der absolute Kumpel von nebenan, mit dem du gerne mal um die Häuser streifen willst. Also Michael Bully Herbig jetzt auch mit LOL ja extrem erfolgreich. Ich glaube, dass er durchaus ein netter Mensch ist. Also ich kenne seine Frau lustigerweise über ein paar Umwege. Aber richtigen Kontakt konnten wir damals nie aufbauen, weil wir das mal versucht haben. Dadurch die Sachen, die er macht, weißt du, wenn ein Puffpuff krank ausfällt, dann moderiert stattdessen Bully Herbig die Sendung. Ja, genau. Das machst du nicht, weil du ein Arschloch bist. Nee, genau. Glaube ich auch. So, das machst du, weil du einfach Bock dran hast, Dinge zu tun. So, und für die Kohle macht er es sicher schon nicht mehr. Oder auch diese Quiz-Champion-Geschichte, wo er halt als Film-Experte auftritt fürs ZDF und so. Nee, das, wie gesagt, der muss keine Comedy-Shows mehr machen, der macht alle paar Jahre ein Filmchen, ansonsten macht er halt einfach Society-Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, ist halt überall in Talkshows und bla unterwegs. Damit lebt sich's auch ganz gut und kann wahrscheinlich ein gutes Leben verbringen und dazwischen ein bisschen Synchronsprecher machen. Und hat auch schon viele ernsthafte, großartige Filme gemacht, also nicht nur lustige. Ballon zum Beispiel oder Balloon, wie auch immer, ist ein tierischer Film über eine wahre Geschichte, DDR-Flucht mit dem Ballon. Das ist ein Film, den er produziert und auch, wo er Regisseur war, tierischer Film, absolut lohnenswert zu gucken, ein Thriller sondersgleichen mit ernsthaftem Bezug und da ist halt auch gar nichts witzig. Nur einmal gescheitert mit Bully macht Buddy, glaube ich, hieß es, diese komische, die Komödie, das hat aber, glaube ich, keiner verstanden, was er da genau machen wollte. Nee, und jetzt kommt ja das Kanu des Manitou, oder wie heißt das hier? Das Kanu des Manitou, Das Kanu des Manitou, ach, ich freue mich drauf, das wird wieder genauso albern wie der erste Film. Traumschiff Surprise, Riesenzusammenarbeit mit Stefan Raab. Aber die schreien ja dann gar nicht mehr
mehr Indianer, sondern die schreien dann Indigene. Indigene Völker. Ja, ja. Das ist doch nicht mehr lustig. Nee, wahrscheinlich nicht. Darf der überhaupt noch einen Indianer spielen? Das darf der doch gar nicht mehr. Da werden sie jetzt einen Indigenen für Carsten, nehme ich mal an. Ja. Ja. Also, das ist bei mir auf Platz 2 und insgesamt hier auf Platz 4. Gute Wahl. Es kommen jetzt bei mir in der Liste zwei Leute, die du schon gespoilert hast. Herzlichen Dank dafür. Aber wir fangen an mit einem, der bei mir erscheinen musste. Auch jemand, mit dem ich durchaus gerne den Abend verbringen würde und mit ihm klönen würde über alles Mögliche. Ich glaube aber, dass wir schnell Verständigungsprobleme hätten, denn mein Englisch ist sicherlich vorhanden, aber nicht so gut, dass ich mit ihm über Gott und die Welt sprechen könnte. Aber er kommt aus der Politik. Internationale Politik, und es ist ein Mensch, der später in seiner Politikkarriere durchaus streitbar war und wo viele gesagt haben, nee, von dem Anfangshype blieb am Anfang nicht mehr viel über, aber der Anfangshype, der hat mich genau wie viele andere auf der Welt und in Deutschland voll erwischt, weil wir sowas vorher und nachher, zumindest meine Generation, nicht mehr erlebt haben. Die Rede ist natürlich von Barack Obama. Barack Obama... wirklich gespoilert, es tut mir so leid. Barack Obama hat bei mir einen absoluten Hype ausgelöst, weil ich das erste Mal in meinem Leben, und auch danach übrigens, nach Barack Obama, hatte ich das Gefühl, da ist jemand, der macht das aus Idealismus, der will was verändern. Ich sage nicht, dass das so ist, ich sage nur, dass es so wirkte. Ob das so war wirklich, das kann keiner von uns beurteilen, das weiß nur er selber, aber er hat den Eindruck gemacht, als will er wirklich was in der Welt verändern, als will er Amerika verändern, als will er Amerika zu einem besseren Platz machen und auch, als will er zeigen, dass Politiker eben nicht nur korrupte Arschgeigen sind, denen der eigene Machterhalt wichtiger ist als ihre Ideale, sondern der wirklich dafür einsteht, für das, was er da verändern will. Barack Obama hat das bei mir zumindest ausgelöst. Und ich war so glücklich, dass es nicht nur der erste farbige Präsident in der Geschichte der USA war, sondern dass da jemand stand, wo du gedacht hast, Alter, der macht das jetzt nicht nur für sich selbst, sondern der macht das vor allen Dingen, weil er wirklich was verändern will. Und das hat, wie gesagt, kein einziger Politiker davor und danach bei mir jemals wieder ausgelöst. Man kann über seine Kriegstreibereien, sage ich es in Anführungsstrichen, dann sprechen. Er hat den Friedensnobelpreis, glaube ich, bekommen, und viele haben gesagt, das wäre nicht angemessen gewesen und so. Sicherlich auch eine streitbare Person und hat nicht überall die richtigen Entscheidungen getroffen, eventuell. Das will ich gar nicht beurteilen, aber ich glaube, der hat mich an so vielen Stellen so hart abgeholt, dass ich den auf meiner Liste haben musste. Ich hatte das schon mal im Podcast gesagt, dass mich das beeindruckt hat, wie er das erste Mal durchs Weiße Haus gegangen ist. Da gibt es ein tierisches Foto von, ich habe es schon erzählt, wo er so einen Putzmann im Treppenhaus trifft und ihm einfach so eine Fistbump gibt. Und das fand ich einfach als höchster Mann in Amerika und vielleicht sogar der Welt, fand ich das einen sensationellen Move. Oder hier sein Mic-Drop bei seiner ersten Rede, wo er dann am Ende so Obama out, lässt das Mikro fallen. Also einfach so ein cooler Dude. Es gibt doch hier auch diese Autokarriere, okay, aber wo er nicht mit dem normalen Auto rumfahren darf und sie deswegen auf dem Gelände ums Weiße Haus drum rumfahren, weil es nicht anders geht. Das ist auch so scheiße. Ja. Wo er dann irgend so einen Marvin Gaye-Titel bei irgendeiner Rede anfängt zu singen, weil der Typ aus dieser Stadt kam. Und also so ein cooler Dude, und das trotzdem dann der wichtigste Mann der Welt zu sein und das miteinander vereinen zu können, ein grundsympathischer Typ irgendwie. Ja, und heute gibt's wieder nur Kackstulle und Dingsbratze zu wählen, aber damals hattest du die Wahl zwischen einer Frau und einem Schwarzen, das war schon sehr progressiv. Das war progressiv auf jeden Fall. Sein beeindruckendster Moment für mich war aber gar nicht das alles, was ich zitiert habe, sondern es war nach einem, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, nach einem Amoklauf, der während seiner Präsidentschaft sehr oft passierte, Amoklauf an der Schule. Es gab wieder einen Amoklauf an irgendeiner Schule und er musste wieder vor die Presse treten und musste wieder das Gleiche erzählen, was jeder Präsident erzählt. Sie wollen die Waffengesetze verschärfen und sowas. Und du merkst in diesem Moment, und das hat mich tief bewegt, er steht an diesem
Pult, die ganze Weltpresse auf ihn gerichtet. Und er feuert diese ganzen Scheiß-Phrasen ab, weil du genau weißt, dass die NRA, diese Waffenlobby im Hintergrund, viel, viel mächtiger ist als der Präsident. Du weißt es, er muss diese Phrasen abfeuern und er fängt an zu heulen. Mhm. Und in diesem Moment weißt du genau, er muss diese Scheiße erzählen und er würde so gerne die Scheiße einfach ändern. Jetzt sofort. Einfach diese verfickten Waffen verbieten. Mhm. Und er weiß, dass er es nicht kann und fängt in dem Moment an zu heulen. Ich fand das so ergreifend, diesen Moment. Und ich weiß nicht, ob andere Politiker sich das getraut hätten. Und das war für mich so entwaffnend, im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnend. Das hat mich auch sehr bewegt und deswegen Barack Obama musste bei mir auftauchen. Auf jeden Fall. Auch wenn du da stöhnst, ja, weil das so offensichtlich mal ist. Mal schauen jetzt, wenn ich komme mit meinem Top-Pick, wie offensichtlich er für dich ist. Ich habe mir überlegt, ähnlich wie du, Scheiße, wen packst du denn dann jetzt also auf dem, so vermeintlich aufs höchste Podest? So, wer ist da so der Letzte in deinem, ja, Top 5? Und da habe ich mir auch, ja, gedacht, ist das vielleicht ein hoher Politiker? Ja, es könnte ja Donald Trump sein, ja, weil ich den ja vielleicht dann. Sag mal, willst du oder vielleicht aufs Maul oder was? Auch Robert Habeck ganz geil, weil ich jetzt Grüne wähle seit neuestem. Ja. Keine Ahnung. Oder, das verstehe keine ich. Keine Ahnung. Guido Westerwelle habe ich früher gewählt, als ich noch FDP gewählt habe oder sowas. Mhm. Oder geh so wie du und sag ja hier, so ein Stefan Raab ist vielleicht ja mal ganz geil. Oder wen hat sie noch? Hugo Egon Balder hast du genannt. Mhm. Und so weiter. Oder ein Thorsten Sträter. Und dann überlegst du so und sagst, ja, aber ich könnte ja auch einen Dieter Bohlen nehmen, Johann Lafer, ich könnte Kai Pflaume nehmen, keine Ahnung, Karl Lagerfeld, Reinhold Beckmann, Olli Kahn, Pflaume, Uli Hoeneß, so, die Liste ist so lang, Karl Dall, Sigmar Gabriel, Oliver Geissen, Markus Lanz. Ja, okay, danke. Ja. Und vielleicht sogar deinen Lieblingscharakter, Klaus Kinski, vielleicht ist der ja für mich der Geiste. Oh, und ja, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich nehme die alle auf die Eins. Ich packe die alle auf die Eins und gehe mit einer Person, die am 24. Oktober 1975 in Freiburg geboren ist. Ich habe bei mir auf der Eins einen der wichtigsten Comedians, jetzt wirklich nur Comedians. Ach so. Ich habe ja, jetzt verstehe ich's. Max Giermann rausgezogen. Natürlich. Bekannt geworden, lustigerweise auch wieder die ProSieben-Schule bei Switch. Ja. Switch Reloaded in dem Fall, genau, darüber bekannt geworden und dann aber durch seine Impro-Künste in diesen ganzen Impro-Shows und halt extrem gut durch seine sehr starken Parodien. Ja. Etwas, was man halt auch können muss, Stimmen imitieren, aber eben auch optisch sie gut zu imitieren. Allen voran natürlich Klaus Kinski, aber auch als Stefan Raab und so weiter. Und Max Giermann auch für mich eine der schimmerndsten Persönlichkeiten, wo ich auch immer noch das Gefühl habe, scheiße, ich habe von dem immer noch nicht alles gesehen. Mhm. Also von dem wird es noch viel geben. Das Lustige bei Max Giermann ist, und das muss ich nur noch mal unterstreichen an der Stelle, weil du das nicht erwähnt hast, Max Giermann ist für mich auf einer ganz besonderen Stufe genauso wie Sascha Grammel. Und zwar aus einem einfachen Grund. Beide haben ihr Genre pulverisiert. Also haben das auf ein Level gehoben, wo ich nicht glaube, dass da jemals jemand hinkommt. Mhm. Sascha Grammel bei Bauchrednern, es gibt so viele Bauchredner und alle sind scheiße. Sascha Grammel hat das auf ein Level gehoben, dass jeder Bauchredner, der danach kommt, sagt, ja komm, lass stecken, ich komme auf dieses Level nicht. Und Max Giermann in der Parodie ist das Gleiche. Das ist ein Level. Wir hatten vorher Jörg Knörr, Matze Knob, es gab viele, die es probiert haben. Er ist teilweise so gut, dass du nicht weißt, ob es ist. Ganz genau, ganz genau. Max Giermann hat ein Level erreicht, jetzt schon, auch übrigens unter dem Radar, nicht nur bei ProSieben, im dritten Extra 3 im NDR, ja, macht er einen Robert Habeck, der ist einzigartig. Er macht einen Sigmar Gabriel, der ist einzigartig. Das sind Parodie, das ist ein Level, was man nicht erreichen kann. Es wird immer nur ein Max Giermann geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal jemand von der Perfektion her schreddert. Klar gehört da auch eine Maske dazu, das ist nicht nur er, aber wie er diese Leute sich raushört, das ist einzigartig. Ja. Und wie gesagt, Matze Knob war bevor es einen Max Giermann gab, war Matze Knob so der Parodist in Deutschland. Das ist ein ganz anderes Universum. Ja, und davor hier der Dingsbums, der Ding immer gemacht hat, hol mir mal eine Flasche Bier hier. Ach so, stimmt. Der ist auch aus dem Radio. Jörg Knörr hat auch viel Schröder gemacht, genau. Die sind alle okay, aber Max Giermann ist ein anderes Universum. Das ist so eine absolute Perfektion und davor habe ich einen unglaublichen Respekt. Also ein sehr guter erster Platz bei dir. Was du ja auch immer scherzhaft in meine Richtung sagst, aber bei Max Giermann stimmt es, er hat eine Clownsschule besucht. Mhm. So.
Ja, das merkt man aber auch. Ja, auf jeden Fall. Auch ein gelernter Schauspieler, der hat sein Fach auf jeden Fall gelernt. Aber der Klaus Kinski von ihm, der ist so episch. Der ist so episch. Und wenn sich jemand mit Klaus Kinski auskennt, dann ja wohl ich. Ich bin der Klaus Kinski-Experte Nummer 1 in Deutschland. Und Max Giermann, ein ist tierischer Kinski. Ist besser als das Original. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man braucht Kinski nicht mehr. Ich frage mich ja noch, wann Werner Herzog endlich Max Giermann anruft und mit ihm den nächsten Kinski-Film dreht. Ja, aber mir gefällt halt, man merkt das auch, ich habe sehr viele Leute hier nicht nur rausgesucht, die lustig sind, sondern die sehr spontan sind. Ich mag schon an Menschen, wenn sie nicht nur vom Zettel was Lustiges ablesen können, sondern einfach auch improvisieren können da und über sich hinauswachsen bei sowas. Ja. Also die größer sind als sie selbst. Auf jeden Fall. Wenn sie Dinge tun. Und gerade beim Improvisieren hat mich auch, habe ich ja schon gesagt, hat mich auch Simon Pierce unglaublich beeindruckt, weil das finde ich eben auch, Leute, die was aus der Pistole schießen können. Dessen Klaus Kinski-Imitation ist nicht so geil. Schon optisch nicht so geil, ja. Geil, aber als Barack Obama fand ich ihn ganz gut. Hannes! Schlimm! Ja. Fürchterlich. Mein erster Platz, den wirst du hassen. Und ich möchte ihn deswegen kurz erklären. Du hast ihn schon gespoilert, aber ich möchte erklären, warum ich ihn nehme, weil er eigentlich so einfältig wirkt, aber es nicht ist. Es ist wirklich nicht so. Meine Schwester, meine Halbschwester, zu der ich seit 1000 Jahren keinen Kontakt habe, ist aber ein ganz anderes Thema. Die war ein riesiger Kelly Family Fan. Und sie hat den ganzen Tag Kelly Family gehört, gesehen. Ich musste mir diese VHS von Over the Hump, glaube ich, 600 Mal anhören. Wo der Großvater hier oder der Vater so besoffen ist in diesem Video, oder? Kennst du? Ich habe die Videos nämlich auch alle gesehen. Nee, der ist nicht besoffen. Der hat einen schweren Schlaganfall, du unsympathischer Mensch. Aber der tanzt die ganze Zeit rum. Ich dachte mir, boah, ist der blau. Mann, der hat einen Schlaganfall, der war nicht besoffen. Ich dachte immer, der wäre so blau, der Papa Kelly da. Das ist doch nicht wahr. Jedenfalls war ich zwangsweise mit dieser Kelly-Family beschäftigt. Und ich mochte jetzt die Musik. Was heißt, ich mochte sie nicht. Ich konnte mit dieser Musik nichts anfangen. Aber mich hat von Anfang an Paddy Kelly immer fasziniert. Und zwar nicht als Sänger und nicht als Performer oder irgendwas, sondern dieser Mensch hatte für mich immer schon eine ganz verrückte Aura. Nämlich die Aura von, ich bin jemand, mit dem du mal ein Bier zusammen trinken solltest, damals schon. Dann ist er ja in der Versenkung verschwunden, kam dann solo wieder und als Michael Patrick Kelly, jetzt sehr erfolgreich. Es ist der einzige bekannte, also in der Öffentlichkeit stehende Mensch, wo ich schon immer, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, gesagt habe, mit dem möchte ich gerne mal einen ganzen Abend an der Kneipe Theke verbringen. Und zwar nicht Meet and Greet mäßig, ich treffe jetzt Michael Patrick Kelly und ich hole mir ein Autogramm, so nicht, sondern als Mensch, weil ich glaube, es ist ein ganz faszinierender Mensch, der unfassbar viel zu erzählen hat, der ein irres Leben hinter sich hat, als jugendlicher Topstar quasi auf allen Bühnen in Deutschland unterwegs mit seiner Familie, dort völlig gehypt von den Teenies und das erstmal wegstecken müssen in dem Alter, dann irgendwann dieser Rückzug im Kloster zu sich selber finden wollen und dann diese Solo-Karriere und ich glaube, das ist ein sehr, sehr faszinierender Mensch und auf meiner Bucketlist, wenn man das mal Englisch aussprechen darf, weil ich den deutschen Begriff nicht kenne, steht wirklich seit Mitte der 90er, ich würde super gerne mal Michael Patrick Kelly kennenlernen und zwar ganz privat an einem schönen Pub von mir aus, Pub-Kneipentisch und dann meinen ganzen Abend mit diesem Menschen klönen und deswegen musste der bei mir auf dem ersten Platz sein. Auf jeden Fall. Wenn du den treffen willst, dann gehst du einfach an die nächste Tanke, kaufst für 3 Euro so ein Tetrapack Lambrusco. Ach komm. Und dann kommt der schon. Ach, das ist doch nicht wahr. Der ist ja unerreichbar. An den kommt man nicht dran. Aber wenn ihr da draußen Michael Patrick Kelly kennt, vielleicht könnt ihr ihm mal einen Wink geben. Er möchte mal unseren Podcast hören. Ich habe schon seit 30 Jahren den Wunsch, ihn mal kennenzulernen. Und zwar eben nicht Meet and Greet mäßig. Das könnte ich ja. Könnte ich mir da irgendeine Meet and Greet Karte kaufen und den Vogel... Nee, sondern in der Sackbox. Sag mal, ich habe kein sexuelles Interesse an Michael Patrick Kelly, sondern ein persönliches Interesse. Der hat ja auch an dir kein Interesse mehr. Ein sehr inspirierender Mensch, mit dem ich über alles Mögliche reden wollen würde. Scheiße. Über Gott und die Welt. Ja, also ich habe 4 VHS-Kassetten von der Kelly Family gehabt. Ich glaube, die übrigens immer noch, die 4 VHS-Kassetten. Also Over the Hump 1 und 2, okay. Weihnachten mit den Kellys und bla bla bla. Und wir haben uns die im Vollrausch oft genug bei mir auch angeguckt im Freundeskreis zum Spaß. das ist schon aus heutiger Sicht, glaube ich, kann man sich das nicht mehr angucken. Ich weiß nicht, die Kelly Family, ich
ich glaube, da bin ich zu sehr Stefan Raab geprägt gewesen. Die waren für mich einfach die stinkenden Vagabunden. Da tut man ihnen nicht recht, das ist klar. Aber so wurde ich halt geprägt. Ich meine, so bin ich erzogen worden durchs Fernsehen, dass man die Kelly Family einfach nicht cool finden darf. Joey Kelly hat gestern Abend schon wieder die Autoball-EM gewonnen, habe ich gehört. Ja, aber Joey Kelly war ja auch hier bei mir in der Stadt hier schon. Der Siehste? War schon hier und hat einen Vortrag gehalten. So. Zwischen zwei Marathons, kurz hier gewesen. Kurz hier gewesen, zwischen Seven vs. Wild und ja. Ach, ja. Naja, ich habe eine Faszination für die Kelly Family und ganz besonders für Michael Patrick Kelly immer schon gehabt und deswegen musste er, es war schon von vornherein klar, ich wusste vier Plätze nicht, aber den ersten Platz wusste ich schon die ganze Zeit. Aber interessante Liste. Dass deine Liste ist eher musikalisch geprägt gewesen, selbst ein Barack Obama, weil er so gut singen kann. Ach so, ja, das stimmt, so. Okay, so. Und meine Liste war eher so schauspielerisch sehr comedianlastig. Ja, stimmt. Und ganz bezeichnend, dass wir zwei Alpha-Cis-Männer einfach keine einzige Frau auf unserer Liste haben. Ich habe aber tatsächlich darüber neulich mit meiner aktuellen Freundin gesprochen, warum das so ist, dass man immer Männer pickt. Weil mir aufgefallen ist, auch sehr krass, dass ich lese ja erfolgreich sind. Ich lese ja, wie gesagt, sehr viel, aber alle Bücher, die ich besitze, sind von Männern. Es gibt nicht ein Frauenbuch. Und jetzt kommt aber der Gag. Alle Bücher meiner aktuellen Freundin, weil sie nämlich auch sehr gerne liest, sind alle, und sie hat auch sehr viele, alle von Frauen geschrieben und nicht eins von einem Mann. Ist doch verrückt. Also man sucht sich das ja nicht, ja, aber man sucht sich das nicht absichtlich aus, weißt du? Also ich sage ja nicht, oh nee, eine Frau kommt mir nicht ins Haus. Das ist ja Quatsch. Man findet bestimmte Autoren halt geil und das sind bei mir alles Männer. Und bei ihr alles Frauen. Es gibt nicht einen Mann. Das ist doch irre. Bei mir ist es so, alle Bücher, die ich besitze, sind von niemandem geschrieben. Also ich bin dann wieder, weil ich habe keine Bücher. Weil du keine Bücher besitzt. Ich habe das Telefonbuch. Das Telefonbuch. Ich möchte noch eine Nachricht vorlesen, weil sie geschrieben wurde und sie passt noch schnell. Denn der Max Mustermann, Grüße gehen raus, Steady Supporter. Oh. Man hat ja schon wirklich viele und auch gute Filme geschaut. Er bezieht sich auf unsere Filmstaffel, deswegen möchte ich das, also auf die jetzige Staffel. Ja. Aber am beeindruckendsten ist für mich immer noch Chaplins Der große Diktator. Ja, klar. Möge Chaplin als Mensch gewesen sein, wie er will, aber in der Zeit diesen österreichischen Flachwichser so zu demaskieren, zu persiflieren und anklagend an die Wand zu nageln, in meinen Augen sowohl schauspielerisch als auch vom Film selbst her das mit beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Ja. Aber das konnte er damals ja nicht wissen. Genau. Ich glaube nicht, dass Chaplin denselben Film gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, dass da Juden vergast werden. Ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hätte. Ist natürlich Spekulation, man kann ihn nicht mehr fragen, aber ja, auf jeden Fall auch ein Meisterwerk, klar. Trotzdem toller Film, Der große Diktator. Ja klar, wenn er mit dieser Kugel da rumtanzt. Ist aber ein bisschen so, wie wenn Helge Schneider den spielt. Darf ich in sie eindringen? Ach, was für eine verrückte Staffel schon wieder. Ja, im Nachhinein, auch als ich unsere Folgen dann gehört habe, sind mir auch wieder noch 5 Millionen Sachen eingefallen, wo ich dann dachte, Das ist der Grund, warum diese scheiß Toplisten. Hannes, du hast mich überredet, dass wir eine fucking Topliste machen. Es ist total scheiße, sich nur auf 5, 10 oder sonst irgendwie gute Sachen zu beschränken. Ja. Da draußen gibt es so viel geile Sachen. Richtig. Gut, es gibt nur einen geilen Podcast. Da ist die Topliste einfach. Top One. Ja. 5 Sterne auf Spotify. Aber sich bei allem anderen, bei Essen, ich esse für mein Leben gern, mir doch scheißegal, ob das Schnitzel auf der 1 ist. Who cares? Und so, auch Filme und Schauspieler und alles. Also ich, ganz ehrlich, ich freue mich tatsächlich, dass wir jetzt durch sind, weil es ist ein bisschen belastend, sich da Gedanken zu machen, was man am liebsten hat. Ich mag alles. In meinem Herz mag ich alles. Ja, das stimmt schon, aber ich habe dann gedacht, das hätte ich noch und das hätte ich noch und hier hätte ich noch und so. Aber ich denke dann, wenn man das so als Impulsinspiration sieht, ist das doch gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt über Essen, über Leute, über Filme und über Alben gesprochen, die vielleicht der eine oder andere nicht mehr auf dem Schirm hatte und jetzt vielleicht mal Lust hat, wieder in dieses Album reinzuhören, diesen Film zu sehen oder dieses Essen zu essen oder über diese Lieblingsperson nachzudenken. Und wenn man das so sieht, dann ist doch eine Top-Liste durchaus auch inspirierend. Und auch wenn man dann sauer ist, weil irgendwas, was man selber gerne da drin gehabt hätte, nicht drin vorkommt, ist man doch vielleicht auch einfach inspiriert, mal wieder ein Album von The Offspring, von Sting, von wem auch immer zu hören. Warum denn nicht? The Offspring. Ja, oder ich könnte auch eine Runde Wheels vs. Doors natürlich spielen. Nein. Das habe ich schon die ganze Zeit hier liegen gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn der Content nicht reicht, dann können wir ja von irgendeinem Werbepartner wieder irgendein schlechtes Spiel spielen. Zum Glück mussten wir das nicht, weil es ist schon wieder völlig eskaliert. Das Exclusive dann tun. Also pass auf, Hannes, ich freue mich sehr auf die nächste Staffel. Nächste Woche geht's los, Staffel 26. Endlich unsere Paradedisziplin. Denn
Wir haben den wunderbaren Staffeltitel Chemtrails über flacher Erde. Wir kommen mit unseren, die Top 10 der besten Verschwörungstheorien. Yes. Jetzt von Hannes und Basti. Die, wir haben unseren Aluhut bereits geflechtet. Das wird geil. Geben Gas. Die powered von den Freimaurern und. Das wird so gut. Ja, der Schwurbel-Podcast. Das wird so gut. Ach, ich freue mich auch darauf. Einfach mal eine Schwurbelstaffel. Unsere Schwurbelstaffel. Juhu! Die finde ich geil. Holt ja. alle Corona-Leugner vor den Bildschirm. Es wird fantastisch. Ja, ich finde es geil. Gut. Ich hab ganz viel zu erzählen. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Verschwörungstheorien kenne, aber die geilsten bestimmt. Wir sprechen darüber nächste Woche. Kommt gut durch diese und völlig ungeschwurbelt. Und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Hier ist die tönende Wochenschau mit einer Eilmeldung. Ein Ruf schallt durch den Äther. Der Ruf nach Treue. In diesen turbulenten Zeiten ist jeder aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten. Helfen auch Sie mit Ihrer totalen Unterstützung. Damit die lautstarken Klänge der Jammerunterhaltung auch in 1000 Jahren in vollem Glanz erstrahlen, bedürfen Sie der Unterstützung durch die unbeugsame Hörerschaft. Treten Sie ein in die Reihen unserer wackeren Gefolgsleute auf Steady oder tragen Sie die frohe Kunde in Ihre vertrauten Kreise, auf dass die Melodien der Misere alle Ohren erreichen werden. Senden Sie Ihre Gedanken und Meinungen mittels der wundersamen Sprachübertragungsapparatur an whatsapp.jammernaufniedrigemniveau.de. Lassen Sie uns vereint und unerschütterlich voranschreiten. Gemeinsam tragen wir das Banner des Jammerns hinaus in die Klanghallen der Zeit. Die Jammerlappen auf Steady. Andreas. Anja. Christiane. Christoph. Elke. Julia. Jonas. Katrin. Conny. Lars. Nicole. Marco. Matthias. Melanie. Michael. Miriam. Renato. Sam. Sandra. Sissi. Stefan. Tobias. Und Tunte Roland.